Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen dicken, fetten Action-Haul für dich. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das mit dem Essen holen meine ich wörtlich, denn hier werde ich auch Essensprodukte zeigen, also Yum-Yum-Sachen. Und du wirst wahrscheinlich Hunger kriegen, also, ne, denk dran. Also, es war so, es hat sich wie folgt zugetragen. Ich war bei meinem Arzt, bei meiner Ärztin und danach hatte ich das Bedürfnis, in den Action zu gehen. Ich hatte mich dann vorab informiert, ob ich irgendwie Click and Collect machen muss, ob ich einen Termin brauche. Nein, ich konnte einfach so dorthin fahren, mir einen Einkaufskorb schnappen und shoppen gehen. Und das seit einem Jahr mal wieder. Selbstverständlich bin ich eskaliert. Das erste, was ich gegriffen habe, war Klopapier tatsächlich, denn das brauchten wir gerade. Das hatte ich so oder so auf meiner Einkaufsliste stehen und das stand da so rum, deswegen habe ich das mitgenommen. Das ist das Ultra Soft and Ultra Strong Toilettenpapier mit Avocado-Lotion. Ne? Wer möchte sich nicht mit Avocado-Lotion im Hintern putzen? Nein, finde ich großartig. Ach Mensch. Ein Klopapier. Jetzt kommen wir zu den ganzen Yum-Yum-Sachen. Die habe ich hier in diesen Beutel gepackt. Den hatte ich letztens dazu bekommen, als ich die Zoo Royal Schatzkiste für Sammy ausgepackt habe. Der sitzt hier auch schon, aber leider habe ich nichts für ihn mitbestellt. Bestellt vor allem. Ha, ich war ja im Laden. Nichts mitgekauft. Das hier, das ist so lecker. Das ist Tortina Cocoa Coated. Das ist so wie Yes-Törtchen. Mega geil. Kann ich euch nur empfehlen. Da sind 10 Stück drin. Die gibt es auch in unterschiedlichen Versionen da als Rolle und hast du nicht gesehen. Sammy, das ist nicht für dich. Das tut mir fast schon leid und mir blutet das Herz, aber ne? Die nehme ich immer mit. Die nehme ich eigentlich auch immer mit bei Action. Und zwar ist es Gebäck mit Aprikosenfüllung von Patisserie. Das sind 4 solche Aprikosenecken. Das ist einfach großartig so für... Wenn man mal nachmittags einfach ein Käffchen trinkt, ne, und dann einfach Bock hat, irgendwas zu naschen. Die sind relativ trocken, tatsächlich. Also man sollte sich schon Kakao, Tee, Kaffee oder sonst irgendwas dabei trinken. Ansonsten wird das Ganze sehr trocken im Mund. Aber ich finde es so lecker. Richtig geil. Die habe ich mitgenommen für meinen Freund, weil ich liebe meinen Freund und ich denke an meinen Freund. Und wenn ich dann da bei der Süßigkeiten-Theke am Stöbern bin und dann etwas sehe, wo ich denke, ach, das könnte er mögen, nehme ich es mit. Von Milka Schoko Brownie. 6 Stück sind hier drin und er mag gerne so Schokosachen, Brownie-Sachen und so. Ich glaube, da werde ich gleich ein Strahlen in seine Augen zaubern mit diesen kleinen Dingen. Und ja, das wird ihm gefallen. Sammy, ich würde auch gerne in deine Augen ein Strahlen zaubern, aber tut mir sehr leid, das ist nicht gesund für dich hier. Dann habe ich hier Strohwaffeln mitgenommen. Das sind halt Karamellwaffeln. Und die liebt mein Freund auch tatsächlich. Wir wohnen hier in der Nähe von der holländischen Grenze. Und da haben wir auch auf Wochenmärkten öfters Stände oder eigentlich immer einen Stand mit dabei, wo holländische Händler ihre Waren verkaufen. Unter anderem Strohwaffeln und was es denn hier alle gibt. So lecker, Leute, ich sag euch das. Und die, also... Mein Freund wird die safe an einem Abend komplett essen oder über einen kompletten Tag verteilt. Ne? Also die sind so schnell weg, da kann ich gar nicht nachgucken. Ich werde ihm die Packung gleich hinstellen. Die wird weg sein tatsächlich, wenn ich das nächste Mal nach ihm gucke. Das ist halt mit Rohmbutter, also mit Butter und richtig lecker. Also mega, mega Empfehlung. Sehr süß, sehr, sehr geil. Ja, ich habe, also das kriege ich eigentlich auch im Aldi oder so, aber ne, ich habe mir auch noch ein Paket Eierwaffeln mitgenommen, die haben jetzt irgendwie 56 Cent gekostet, sind aber auch halt nur 8 Stück drin, aber sowas esse ich mir halt auch mal ganz gerne so zwischendurch, ne, wenn ich einfach Bock drauf habe. Unser Azubi hat mir letztens beigebracht, letztens ist gut vor einem Jahr schon, dass man die auch super in Toaster packen kann, dann schmecken die auch ganz besonders, das stimmt tatsächlich, das wusste ich vorher auch gar nicht. Ich mag es aber trotzdem lieber, wenn die so weicher sind, dass ich die ungetoastet esse. Dann habe ich noch mitgenommen, oh, zu dem Eskalativen kommen wir gleich, sagte sie und hatte schon sehr viel ausgepackt. Auch von Patisserie, ich liebe diese holländischen Kuchenspezialitäten, das sind Zebraküchlein und die sind auch sehr lecker. Relativ süß auch wieder, ne? Aber ich mag das gerne. Ja, ich habe mal bei einem holländischen Unternehmen gearbeitet, die auch ihren Sitz in Holland hatten, wo ich dann öfters auch hingependelt bin und dann bin ich immer dort im Albert Heijn einkaufen gewesen. Jetzt fällt mir der Name auch wieder ein und da habe ich mir immer so geile Sachen geholt. Oh. So, wer mein Favoritenvideo gesehen hat, der weiß, dass ich auf diese günstigen M&M-Nachmachen stehe. Und jetzt habe ich mir 2 Kilo M&M's geholt in, ja...
Also jeweils 1 Kilo pro Beutel, ne? Die haben aber 6,99 Euro gekostet. Das heißt pro 100 Gramm 69 Cent. Das ist wahrscheinlich immer noch teurer, als wenn ich mir die günstigen Pindas oder so hole oder die Big Bens und so, ne? Die es halt so in den Läden zu kaufen gibt. Aber haben es besser als brauchen. Ich hatte keine mehr und ich habe echt einen Nap auf Schokolade, Leute. Ich sag euch das. Ich hatte letztens in der Box auch welche mit drin, die diesen Crunch mit drin haben und nicht Erdnüsse. Die waren auch sehr, sehr lecker. Aber ich mag es gerne mit diesen Erdnüssen. Ja, wenn ich jetzt noch, kriege ich das dann noch hin oder fällt mir das jetzt alles runter? Aber wirklich dann 1 Kilo pro Beutel fand ich traumhaft. So, die erste Tasche haben wir schon mal leer. Und jetzt kommen wir zu dem sonstigen Part. Ja, also, Gedankengut dabei ist ebenfalls, dass ich demnächst ein Tauschpaket mit jemandem mache. Es wird tatsächlich ein Mann sein, der im weitesten Sinne etwas mit Beauty zu tun hat. Und da möchte ich das ein oder andere auch mit ins Tauschpaket packen. Ihr könnt gerne in den Kommentaren mal spekulieren, mit wem ich wohl das Tauschpaket machen werde. Gesundheit, Sammy. Ja, für meinen Freund und mich habe ich Bluetooth-Kopfhörer gekauft und weil mein Sternzeichen Zwilling ist, konnte ich mich nicht entscheiden, deswegen habe ich 2 verschiedene mitgenommen. Einmal von Motorola, das ist halt mit, ja, Bluetooth, ne? Also das finde ich sehr, sehr praktisch. Wenn ich zum Beispiel am Putzen bin, ganz, ganz salopp gesagt, und dann mal von Raum zu Raum gehe, ich weiß jetzt nicht, wie weit das reicht, ne? Aber dass ich nicht immer mein Handy oder mein Tablet durch die Gegend tragen muss, sondern einfach die Kopfhörer drauf habe und dann wie so ein Podcast meine Lieblings-YouTuber höre oder YouTuberinnen. Total klasse. Und ja, einer ist dann für meinen Freund, einer ist für mich. Ich weiß es noch nicht. Hier ist auch noch irgendwie Komfort, Fit und toller Bass und hast du nicht gesehen. Keine Ahnung. Ich möchte einfach nur die Stimme in meinem Kopf hören. Dann gab es auch von Blaupunkt welche. Ich glaube, die haben beide 14,95 oder 14,98 oder so einen Dreh gekostet, ne? Habe ich einfach mal mitgenommen. Fand ich toll. Mein Freund sagte, Mensch, ich habe mir doch letztens noch welche geholt. Und habe ich mir auch gesagt, haben ist besser als brauchen. So, dann habe ich noch mitgenommen. Das fand ich auch super praktisch. Und zwar ist es so eine Haube. Wir haben viele Probleme mit Fliegen tatsächlich hier. Da kommen wir gleich auch noch zu. Deswegen, ja, weil wir wohnen halt total ländlich, da hat man halt Fliegen. Da habe ich hier so ein Vieh geholt, das machst du über irgendwas drüber. Wenn du da Früchte, Obst, sonst irgendwas hast, das ist 30x30. Sowas haben wir gar nicht. Viele haben sowas, das habe ich schon so oft gesehen bei Freunden und so. Wir haben sowas nicht, jetzt haben wir sowas. Ich hoffe, dass es halbwegs wertig ist, aber ich glaube, es ist bei dem Preis eher weniger. Aber trotzdem, ne? So, dann habe ich, weil wir so viele Fliegen haben und mein Freund ständig auf die Couch einschlägt, habe ich so eine Fliegenklatsche geholt für Grobmotoriker. Ich bin ein Grobmotoriker, also für mich ist die perfekt. Ich habe zu Hause. Ich habe ja auch eine Fliegenklatsche mit Elektrik, also die, ne, die grillt halt richtig die Viecher. Problem dabei ist, dass Sammy da immer eine kleine Panikgeschichte dabei kriegt und dann verwende ich die eher ungern. Was habe ich getan? Ich schmeiße die ganze Zeit was um, Leute. Was soll das denn? Auf jeden Fall habe ich jetzt für ein paar Euro dieses Ding hier geholt. Ja, ist halt einfach eine zweite Fliegenklatsche. Und die finde ich für die Couch eigentlich ganz gut. Die ist irgendwie gebogen, aber ich glaube, die wird ihren Zweck erfüllen. Ja, ja. Ja, ich hatte Durst, habe mir einfach mal ein bisschen Wasser mitgenommen. Das habe ich dann auch schon ein paar Mal aufgefüllt wieder. Ist aber ja auch sowieso hier ganze, ne, PET, nein, was ist das? Fakt, genau. Das Ding habe ich mitgenommen, fand ich sehr, sehr interessant. Wir haben das Ding in groß bei uns zu Hause, aber für wenn du draußen bist oder wenn du unterwegs bist oder sonst irgendwas, das ist ein Ventilator, wo du hier unten Wasser reinmachst. Und dann kommt hier oben auch der Wasserdampf so mit raus. Fand ich total cool. Sowas vielleicht auch auf der Arbeit oder so, wobei auf Arbeit haben wir das Ding auch in groß stehen, aber fand ich einfach cool und ja. Jetzt gerade für den Sommer einfach perfekt, ne? So ein Handventilator, wobei ich glaube, der wird relativ schwer, wenn man den befüllt, aber dann kannst du den halt hinstellen. Und wenn man gerade beim Videoschneiden ist, dann... Oh, und es ist einfach so viel angenehmer, wenn es nicht nur eine Luftverwirbelung ist, sondern wenn da auch noch dieser Wasserdampf so mit rauskommt. Weil das ist wie, wenn du deinen Ventilator vor einen... oder du hast einen... Also Ventilator, hier. Wäscheständer mit nasser Wäsche, hier. Mensch, sitzt da. Kommt quasi Luft durch diesen Wäscheständer durch zu dem Menschen und dann ist quasi auch Wasserdampf, ne? Ist auch mega angenehm. Kann ich euch nur empfehlen. Ist wie so eine selbstgebastelte Klimaanlage. So, was habt ihr denn noch hier? Oh ja, eine Duftkerze muss ich mit. Die haben ja so viele schöne Duftkerzen und so günstig. Und ich mag Kerzen einfach. Und deswegen habe ich mir die hier mitgenommen. Das ist die Inspired Orchid, also Orchidee quasi. Und die schaut so aus und ich finde die einfach hübsch.
klar, ne, so ein Deckel, der ist dann auch relativ bald weg. Also meistens brennt die bei mir eh so lange, bis sie einfach leer ist. Steht ja auch bei mir auf dem Hintergrund so rum. Da haben wir eine Zweidochtkerze. Und die sind einfach so unglaublich günstig. Riecht weniger wie frisch gewaschen, Orchidee, sondern mehr nach frisch gewaschener Wäsche, so Baumwollduft, ne? Hat aber auch ein bisschen was Blumiges mit dabei. Aber sowas mag ich einfach sehr, 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 sehr gerne. Das ist toll. Eine schöne neue Duftkerze für Claudine. So, dann habe ich hier einen Bon, den ich nachher brauchen werde, wenn ich euch die ganzen Preise einblende. Ich habe insgesamt bezahlt 83,65 Euro. Ja, ich bin eskaliert. Musste auch mal wieder sein. Natalie Nord Beauty hat das Ding volle Elle empfohlen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Geruchsentferner von Dr. Beckmann super gut sein könnte für zum Beispiel die Hundesachen, die wir haben. Weil wenn ich Sammys Decken und so, ne, und seine Schnüffelmatte und so weiter in die Wäsche packe, dann müffelt das danach immer so. Und da habe ich mir gedacht, dass sowas doch vielleicht sehr hilfreich sein kann. Unsere Kleidung an sich riecht jetzt so nicht nach der Wäsche, auch wenn ich nur den Waschball zum Beispiel verwende. Aber sowas kann doch eine ganz gute Geschichte werden. Einfach einen Stritz davon, denke ich mal, mit in die normale Wäsche kleben und dann soll das wohl funktionieren. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, ich habe auch noch sowas mitgenommen, was ich sehr interessant fand. Ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich, ja, ob ich das in meinem ganz generellen Alltag verwenden werde, das wäre so die Weiterführung des Satzes gewesen. Oder ob ich das halt wirklich, weil oben sind wir immer noch seit 2 Jahren am Renovieren. Und da sind halt so die eine oder andere Stelle, wo ich denke, boah, da musst du echt mal sauber machen. Und dieses Set ist so ein Bürstenset, aber das ist nicht ein ganz normales Bürstenset. Nein, es hat hier wirklich, das sieht man von hinten, so Bit-Aufsätze. Das heißt, du machst das an die Bohrmaschine dran, wo du, oder an den Akkuschrauber halt, ne? Und dann kannst du es wie ein Bit da dran stecken und dann kannst du damit eskalieren. Das finde ich so geil. Das kannst du halt verwenden. Gut, diese Klobürste, das ist wohl nicht fürs Klo gedacht. Das ist hier auch abgebildet für die Autoreifen, Autofelgen. Werde ich bei meinen Alufelgen, glaube ich, eher weniger machen, weil dafür bin ich zu penibel damit. Sagte sie und hat ihr Auto seit Wochen nicht mehr gewaschen. Egal. Aber auch so für Oberflächen und so weiter ist das, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Die Bürsten sind relativ rau. Also es fühlt sich tatsächlich an wie Klobürste, kann man nicht anders sagen. Aber ja, ich glaube, mein Freund wird das cool finden. Ich glaube, der wird das feiern. Ich muss ihn gleich mal fragen, wie er so das findet. Er hat es noch nicht gesehen. Er hat mich nur gesehen, wie ich die Tüten reingetragen habe. Helfen kann er nicht. Nö, nö, hat nicht geholfen. Soßen wurden auch empfohlen. Sowohl von Natalie Nord Beauty als auch bei Frühlingsrolina, Mensch, bei Alina. Da habe ich einmal die Pommessoße mitgenommen. Das ist, ich würde sagen, das ist wie Mayo, ne? Belgische Mayonnaise soll das wohl sein. Ich hoffe, nicht auch ganz gut. 500 Milliliter sind hier drin enthalten. Dann habe ich hier auch noch so Knobi-Soße mitgenommen. Das ist, ja, Knobi-Soße, auch wieder von diesem Soßli oder so. Wie heißt das? Soßli? Keine Ahnung. Habe ich auch mitgenommen. Ich habe noch eine Soße mitgenommen. Wo ist die denn? Da, ist umgefallen. Und zwar ist das die Yummy-Soße. Die muss ich auch mal probieren, ne? Die ist ja auch irgendwie mit Zwiebel und so. Stelle ich mir sehr, sehr geil auch so zu Fleisch oder sowas beim Grillen vor. Dann habe ich noch so eine Exfoliating Socks mitgenommen. Das ist tatsächlich dann zum Weitergeben, wisst ihr Bescheid. Fand ich ganz witzig. Ich habe die auch schon mal gemacht. Die haben auch ganz gut funktioniert. Kann ich auch empfehlen. Ist halt so Hornhautentfernung von den Füßen. Das sind Socken, die ziehst du dir an, lässt die für einen gewissen Zeitraum, wie es halt draufsteht, drauf. Meistens so eine Stunde oder sowas. Und innerhalb der nächsten 5 bis 7 Tage geht die Party ab. Und nach 1 bis 2 Wochen ist dann der komplette Peeling-Prozess von der Hornhaut abgeschlossen. Und hier steht es aber nochmal ganz genau halt auch drin, wie lange man die drauf lassen soll und so weiter. Ne? So, dann habe ich hier noch für unseren Schrank mitgenommen. Also eigentlich, ne, habe ich ja den Geruchsentferner, aber die hatte ich vorher gesehen und habe die auch eingepackt. Das sind so Hänger für den Schrank, dass halt alles gut riecht. Habe ich einmal die Geruchsrichtung Flower. Hä, sind da mehr als nur einer drin? Oh, da sind 2 Stück drin. Okay, dann habe ich mir sogar 4 geholt. Läuft. Gut, dass ich mir noch mehr genommen habe. Ich wollte eigentlich auch noch andere mitnehmen, aber gut. Und dann habe ich ja auch noch Lavendel mitgenommen. Jo, das sieht auch so niedlich aus, ne? Das sind einfach so kleine Klamottendinger. Okay, ja. Fand ich cool. Dann habe ich auch noch etwas
Sportgerät-Technisches mitgenommen. Das ist so ein Fitness-Wheel mit einer Kniematte mit dabei. Ja, das ist einfach so ein Rad und da kann man dann entsprechend seine Übungen mitmachen, um die Armmuskulatur, Bauchmuskulatur, Beinmuskulatur, Po-Muskulatur zu stärken, all möglichen Kram. Und es war relativ günstig, deswegen habe ich das einfach mal mitgenommen. Kann man ja mal ausprobieren. Und dann habe ich noch was mitgenommen, quasi zur Entspannung danach. So ein kleiner Massage-Hubbelvieh, so ein Dreibein. Ne, da kann man sich vom Freund massieren lassen, irgendwie, keine Ahnung. Wahrscheinlich eher den Rücken und weniger die Arme, ne? Und ja, fand ich auch ganz schön. Hat eben unter einem Euro gekostet. Dann habe ich auch noch für ein Teil, was gleich kommt, wiederverwendbare Eiswürfel geholt. Sowas finde ich ganz schön. Das packst du dir einfach so, wie es ist, in den Gefrierschrank. Und dann friert es ja ganz normal ein, dann hast du da Eis drin und dann kann man das in sein Getränk machen. Dann löst sich das Eis hier drin auf, aber die Eiswürfel an sich bleiben ja erhalten und das finde ich eigentlich ganz nice. Die kannst du auch in eine Spülelse schmeißen. Also ich persönlich mag solche Eiswürfel ganz gerne und es ist einfach praktisch, ne? Wenn man sowas da hat, dann braucht man nicht immer so Eiswürfel, Reinmachviecher und so. Spart auch ein bisschen Platz im Eisfach tatsächlich oder in Gefriertruhe. Dann habe ich mitgenommen dieses schöne Teil, und das war relativ günstig, ich glaube 2,99 kam das oder so, da machst du einfach Natural Spring Water, genau. Du kannst da einfach Wasser reinmachen oder Eistee oder was auch immer du möchtest, eine Bowle oder so, ne? Und dann kann man einfach hier dann das Getränk rauskommen lassen. Ich fand das sehr hübsch, auch hier mit diesem Deckel, dass es so mit dabei ist, ne? Und dann gab es dazu auch noch einen Ständer, den habe ich hier. Den habe ich in Silber mitgenommen, den hätte es auch noch in Schwarz gegeben und in Gold und ich glaube Roségold auch. Nee, Roségold? Nee, Roségold nicht, das war Tennis. In Silber und Gold und, huch, nicht umfallen jetzt. Dann kann man das halt so reinmachen und dann soll das wohl funktionieren. Fand ich von der Idee her alles ganz schön, hat mir gefallen, habe ich deswegen mitgenommen. Ich brauche mehr Platz. Und das war's jetzt mit meinem Action Haul. Ich finde, dass ziemlich coole Produkte neu bei mir eingezogen sind. Sehr wenig Beauty, ne? Ich glaube, die Fußmaske war das einzige Beauty-Produkt. Ja, sehr viel zu essen, sehr viel Praktisches. Aber das ist das, was ich mir meistens bei Action tatsächlich auch kaufe. Ich habe auch Ausschau gehalten nach diesen Disney-Masken. Da gab es aber keine mehr von. Schade, die fand ich eigentlich ganz gut. Und ja, das war's hier mit meinem Action-Haul. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega darüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!